Sie mich fragen. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Heute zum Thema Entschuldigung, Herr Gerfried Horst. Aber am 31. August 2019 veröffentlichte ich auf meinem Portal einen Beitrag unter der Überschrift Eine Frage an Herrn Gerfried Horst. Herr Gerfried Horst ist Vorsitzender der Gesellschaft Freunde Kanz und Königsbergs e.V. und sollte angeblich im Rahmen einer Veranstaltung in Kaliningrad gewisse Äußerungen getätigt haben. In meinem genannten Artikel teilte ich den Lesern mit, dass das Informationsportal NewsBald in einem Beitrag vom 28.08.2019 informierte, dass Herr Gerfried Horst gesagt haben soll. Zitat: Wenn die Kaliningrader frei entscheiden können, dann kann man davon ausgehen, dass die Stadt, in der sie wohnen, bald wieder den Namen Königsberg tragen wird. Da ich nirgendwo einen Beweis für diese Äußerungen finden konnte, stellte ich Herrn Horst die entsprechende Frage auf meinem Portal. Gleichzeitig kümmerte ich mich um weitere Informationen zum Wahrheitsgehalt dieser Informationen. Es stellte sich heraus, dass Herr Horst die von mir zitierte Äußerung des Informationsportals NewsBald nicht am 27. August 2019 im Sackheimer Tor in Kaliningrad im Rahmen einer Gedenkveranstaltung zur Zerstörung Königsbergs im August 1944 getätigt hat. Herr Gerfried Horst hat diese Äußerung bereits im September 2006 in der Zeitung Moskauer Neuigkeiten, also Moskowski Novosti, getätigt. Der Beitrag erschien unter dem Titel Königsberg Kaliningrad – Suche nach der eigenen Identität. Der Artikel wurde seit diesem Zeitpunkt von Russland geduldet. Es erfolgte keine Zensur. Ganz im Gegenteil, die Kaliningrader Stadtverwaltung stellte diesen Beitrag auch auf ihrem Portal ein. Ja, dieser Artikel ist bereits vor 13 Jahren erschienen, rund ein Jahr nach den Feierlichkeiten zum 750-jährigen Stadtjubiläum und ein Jahr nach der Eröffnung der deutschen diplomatischen Vertretung in Kaliningrad. Vielleicht ist er nicht mehr aktuell. Vielleicht denkt Herr Horst heute anders. Der Chefredakteur des Informationsportals NewsBald wandte sich schriftlich an den Kaliningrader Bürgermeister und bat um Kommentar. Der Bürgermeister antwortete: Danke für die Information, ich werde dies prüfen. Kurz darauf wurde der Beitrag von der Internetseite der Kaliningrader Stadtverwaltung entfernt. Trotzdem liegt der Informationsagentur Kaliningrad Domizil dieses gelöschte Dokument in vollem Umfang vor. Nutzer der Videoversion dieses Artikels können den Originalbeitrag jetzt dort als Hintergrundscreen mitverfolgen. Herr Gerfried Horst beschäftigt sich in diesem Beitrag mit der Charakterisierung von Kalinin, seinem Lebenslauf, seinem Wirken, seinen Verbrechen. Er schildert die Ereignisse zur Umbenennung der Stadt Königsberg in Kaliningrad und die Untersuchungen in der Sowjetunion in der Gorbatschow-Periode zur Tätigkeit von Kalinin und den gegebenen Empfehlungen der Untersuchungskommission. Herr Horst erinnert daran, dass nach 1991 eine ganze Reihe von Städten, Einrichtungen, Plätzen, Straßen und so weiter die Bezeichnung Kalinin verloren haben und ihre historischen Bezeichnungen wiedererhielten. Und er schlussfolgert:
Wenn Kaliningrad früher eine russische Stadt gewesen wäre, so würde sie schon längst ihren alten Namen zurückerhalten haben. Aber es geht hier um die Hauptstadt Ostpreußens, Königsberg. Und man ist gezwungen, es bei Kaliningrad zu belassen. Ich kann mich dieser Argumentation von Herrn Horst nicht ganz verschließen. Das bedeutet aber auch, dass es genau aus diesem Grunde keine Umbenennung der Stadt, schon gar nicht in Königsberg, geben kann. So habe ich zumindest diese Äußerung von Herrn Horst an dieser Stelle verstanden. Somit ist mir nicht klar, warum Herr Horst dann weiterhin dieses Thema der Umbenennung behandelt. Herr Horst analysiert, dass Kalinin heute bedeutungslos ist. Kaum einer erinnert sich, wer er war und was er mal geschrieben hat. Auch dieser Äußerung möchte ich nicht widersprechen. Erinnere mich aber gleichzeitig, dass es auch deutsche Politiker gibt, auf die dieses zutrifft. Aber deren Denkmäler in verschiedenster Form immer noch in Deutschland stehen, gehegt und gepflegt werden. Aber das ist eine deutsche Angelegenheit. Und ich sehe nicht, dass Russland hier irgendwelche Diskussionen über deutsche Angelegenheiten führt. Was kümmert es also den Deutschen Gerfried Horst, welchen Namen eine russische Stadt trägt, die durch die deutsche Politik am 9. April 1945 in den Besitz der Sowjetunion übergegangen ist und für die die Sowjetunion mit 27 Millionen Menschenleben bezahlt hat? Herr Horst beschäftigt sich in diesem Beitrag auch mit der Germanisierung. Im Jahre 2006 zählt er bereits nicht wenige Beispiele auf, wie die Stadt sich germanisiert. Und alle von ihm genannten Beispiele der Germanisierung sind richtig. Die Zeitung Welt hat erst vor wenigen Wochen einen Beitrag veröffentlicht, der noch viel mehr dieser Beispiele nennt. Ich hebe dies nur deshalb hervor, weil es Deutsche sind. Deutsche Medien, die von der Germanisierung Kaliningrads sprechen. Und nicht irgendein russifizierter Deutscher im zeitweilig durch Russland verwalteten Ostpreußen irgendwo Halluzinationen hat. Und letztendlich endet der Beitrag von Herrn Horst in den Moskauer Neuigkeiten eben mit dem zitierten Satz. Zitat: Wenn Sie, die Kaliningrader, frei entscheiden können, dann kann man davon ausgehen, dass die Stadt, in der Sie wohnen, bald wieder den Namen Königsberg tragen wird. Mit der Thematik der Umbenennung der Stadt beschäftigen sich auch russische Staatsbürger. Auch hier hat Herr Horst im Jahre 2006 bereits konkrete Namen genannt. In der Zwischenzeit sind weitere Namen hinzugekommen, zum Beispiel Orschuljewitsch und Iwanow. Mit diesen und weiteren Personen, die unter anderem Organisatoren der extremistischen Vereinigung Vortrupp für den russischen Widerstand, BARS, waren, unterhalten sich gegenwärtig russische Rechtspflegeorgane, um festzustellen, welches Endziel erreicht werden soll. Bleibt mir nur noch, meine Fragen zu präzisieren. Sind Ihre, Herr Horst, geäußerten Ansichten im Beitrag der Moskauer Neuigkeiten aus dem Jahre 2006 weiterhin aktuell? Wenn nicht, welche Ansichten haben sich wie geändert? Wenn Ihre damals geäußerten Ansichten nach wie vor aktuell sind, ergeben sich folgende Fragen. Verstehe ich Sie richtig, dass die Kaliningrader Bürger bis zum heutigen Tag nicht frei über die Bezeichnung ihrer Stadt entscheiden können? Da die russische Verfassung die Meinungsfreiheit garantiert, wäre es interessant zu erfahren,
welche Personen oder staatlichen Einrichtungen Ihrer Meinung nach die Meinungsfreiheit zu dieser Frage unterdrücken und somit gegen die russische Verfassung verstoßen. Sie fordern als Deutscher, dass Russland die Bezeichnung einer russischen Stadt ändert. Was antworten Sie denjenigen, die Sie beschuldigen, sich in die inneren Angelegenheiten eines Landes, einer Stadt einzumischen? Woher wissen Sie, dass die Mehrheit der Kaliningrader Bevölkerung eine Umbenennung der Stadt will? Haben Sie eine repräsentative Umfrage im Jahre 2006 oder danach durchgeführt? Fragen, die auf eine Antwort warten. Vielleicht zum Schluss noch eine ganz allgemeine Anmerkung. In Russland herrscht Meinungsfreiheit. Nach meinem persönlichen Geschmack sogar ein wenig zu viel. Aber wer seine Meinung in Russland äußert, sollte schon seinen persönlichen Status kennen. Sollte schon wissen, ob er einfacher Tourist ist, der am Biertisch über Königsberger Sentimentalitäten plaudert. Oder ob er Mitglied in einer revanchistischen Ostpreußen-Facebook-Gruppe ist. Oder ob er eine Persönlichkeit ist, die als Person des öffentlichen Interesses wahrgenommen werden will. Die Aussagen derartiger Persönlichkeiten werden überall in der Welt mit anderen Augen gesehen und kritischer bewertet. Eben weil es Personen mit Autorität und Einfluss sind. Da macht das russische, empfindliche Kaliningrad keine Ausnahme. Tschüss und Pakao aus Kaliningrad.